Hallo und herzlich willkommen zum Beginn der neuen Staffel der SWK Talks. In den kommenden Monaten werden wir uns hier beschäftigen mit dem Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission zur Lehrkräftebildung, das in der letzten Woche veröffentlicht wurde. In dem Gutachten empfehlen die Wissenschaftler mit neuen Empfehlungen Maßnahmen für ein wissenschaftsbasiertes, klar strukturiertes Qualifikationssystem für Lehrkräfte im Studium, Vorbereitungsdienst und in der Fort- und Weiterbildung. Das Gutachten wird heute von den beiden Vorsitzenden der SWK vorgestellt, Felicitas Thiel und Olaf Köller. Professor Felicitas Thiel ist Professorin für Schulpädagogik und Schulentwicklungsforschung an der FU in Berlin. Olaf Köller ist wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel. Die Präsidentin der KMK, Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch aus Berlin, wird die Empfehlung nach der Vorstellung kommentieren und uns hoffentlich einen Einblick geben in aktuelle Reformüberlegungen der KMK. Damit habe ich Ihnen die Gäste schon vorgestellt. Mein Name ist Isabel Sieh. Ich bin für die Geschäftsstelle der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission verantwortlich und führe Sie heute durch dieses Gespräch. Noch zwei technische Hinweise. Ich bitte Sie, Fragen über die Chatfunktion zu stellen. In der zweiten Hälfte haben Sie auch die Möglichkeiten, selbst Fragen zu stellen. In der ersten Hälfte werden jetzt erstmal nur die Podiumsgäste von mir befragt. Dann muss Frau Günther-Wünsch leider ein bisschen früher aus der Veranstaltung raus. Um 14:15 muss sie sich leider verabschieden. Wir sind sehr dankbar, dass Sie trotzdem heute da sind. Vielen Dank. Und damit können wir starten. Felicitas, Olaf, ihr habt das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Isabel, und auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Und ich freue mich sehr, dass wir so ein großes Interesse sehen an dem Gutachten. Herr Tiedtke wird hier, glaube ich, die Folien bewegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Wir haben ja letzte Woche die Pressekonferenz im Schatten von PISA durchgeführt. Die ganze Woche wurde berichtet über die besorgniserregenden Befunde, und die stehen ja im Einklang mit den Befunden des Bildungstrends mit IGLU. Also ein Fünftel bis ein Drittel der Schülerinnen und Schüler erreicht die Mindeststandards in den Kernfächern nicht. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, das ist ein Befund der KIKS-Studie des Robert-Koch-Instituts, dass ein Fünftel Auffälligkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung zeigt. Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien in beiden Fällen ganz besonders betroffen sind und eine wachsende Zahl von Schülerinnen und Schülern eben einen besonderen Unterstützungsbedarf hat, und das koinzidiert mit einem drastischen Lehrkräftemangel. Wir halten es trotzdem für wichtig, dass wir diese Daten, diese Herausforderungen sozusagen zum Ausgangspunkt des Nachdenkens über die Reform der Lehrkräftebildung nehmen. Und deswegen haben wir ja auch die Frage nach dem kurzfristigen Umgang mit dem Lehrkräftemangel und die Fragen nach der längerfristigen Reform, die auch bilanziert, sozusagen, was ist eigentlich passiert 20 Jahre nach dem Startschuss für die Standards für die Lehrerbildung, 10 Jahre nach dem Startschuss für die Qualitätsoffensive, dass wir als das genau angucken, was sind längerfristige Reformen. Und deswegen haben wir diese beiden Fragen voneinander getrennt und haben ja im Frühjahr diesen Jahres schon eine Stellungnahme zum kurz- und mittelfristigen Umgang mit dem Lehrkräftemangel publiziert. In diesem Gutachten, das ja auch sehr viel umfangreicher ist, vielleicht haben es einige von Ihnen schon angeschaut, haben wir zunächst einmal eine Situationsanalyse gemacht auf der Grundlage der Daten, die uns zur Verfügung gestanden sind, haben dann ein Problem formuliert und dann evidenzbasiert, das ist ganz besonders wichtig, geschaut, welche Maßnahmen, welche Ansätze sind denn erfolgversprechend, um diese Probleme zu bearbeiten, und haben dann auf dieser Grundlage Empfehlungen formuliert. Sie sehen ja, dass auch zwei große Hearings stattgefunden haben. Ein Hearing von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland und dann eben auch die Anhörung relevanter Stakeholder aus der Praxis. Das Gutachten hat vier Kapitel, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Herr Tiedtke, Sie könnten umblättern. Genau. Wir gehen davon aus, dass es darum gehen muss, ein klar strukturiertes Qualifikationssystem zu entwickeln über alle drei Phasen. Das haben wir noch nicht. Das wissen alle, die in der Lehrkräftebildung tätig sind, dass wir große Schwierigkeiten
der Kohärenz haben über die drei Phasen. Und es ist auch wichtig, um die Attraktivität dieses Berufs weiterhin hochzuhalten, dass Zugangsvoraussetzungen, Qualifikationsziele eindeutig definiert werden. Und der Fokus ist, dass Lehrkräfte eben die Kompetenzen erwerben, die notwendig sind, um mit den eingangs beschriebenen Herausforderungen umzugehen. Wir glauben auch, dass diese Vielzahl von Sondermaßnahmen nicht wie ein bunter Blumenstrauß betrachtet werden sollte, der die Attraktivität des Berufs erhöht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir suggerieren, dass jeder sozusagen diesen Beruf ergreifen kann und dass es gar keine klaren Zugangsvoraussetzungen mehr gibt, dann ruinieren wir auf Dauer die Attraktivität und langfristig wird es uns eben nicht gelingen, die besten, hochmotivierten und leistungsstarken Studienbewerberinnen und Bewerber für diesen Beruf zu interessieren. Und drittens war für uns sehr wichtig, und da haben wir in Deutschland großes Desiderat, wenn wir uns das anschauen, wie Bildungsgewinnerländer bei PISA das organisieren, stärker auch Karrierewege zu definieren und die zu verkoppeln mit Weiterbildung. Diese vier Fragen strukturieren das Gutachten, die Sie hier sehen. Das sind die vier Kapitel. Wie können wir den Bedarf an Lehrkräften verlässlicher vorhersagen? Wie können wir mehr Studierende gewinnen? Wie können sie im Studium so begleitet werden, dass der Ausbildungserfolg gesteigert wird? Wie müssen wir die Qualifizierung in der ersten und zweiten Phase inhaltlich gestalten, damit Lehrkräfte die Kompetenzen erwerben, die sie brauchen? Und wir haben davon abgeschichtet, die Fort- und Weiterbildung, die eben für verändernde Kompetenzen sowie für neue Funktionen qualifiziert. Und bevor ich jetzt an Olaf Köhler übergebe, möchte ich Ihnen noch mal kurz sozusagen die Quintessenz der Überlegungen vorstellen, die wir kondensiert haben in einem Modell des kumulativen Kompetenzaufbaus. Herr Tiefke, genau, danke schön. Wir haben uns das sehr, sehr genau angeguckt. Viele von Ihnen wissen, dass in den letzten Jahren der internationale Forschungsstand zur Lehrkräftebildungsforschung sehr stark angewachsen ist. Und wenn man den systematisch sichtet, dann kann man ableiten, wie man eine Ausbildung organisieren sollte, damit der Kompetenzerwerb gut gelingt. Und da ist es wichtig, eine Basis zu schaffen, um die fachlichen, fachdidaktisch-pädagogischen, psychologischen Kernkompetenzen zu vermitteln, weil erst diese Kernkompetenzen, die Verfügung über diese Kernkompetenzen erlaubt es, in der komplexen Situation überhaupt etwas zu erkennen und auch eigene Handlungsstrategien zu formulieren. Die zweite Stufe, die Sie da sehen, die eigentlich auch noch im Studium liegt und sich dann natürlich weiterzieht in die anderen Phasen, beschreibt die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie das Erkennen von typischen kritischen Situationen oder auch das Formulieren von Handlungsstrategien für die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern oder für eine bestimmte Unterrichtssituation. Und es ist wichtig oder gut, dass unter den Bedingungen der Handlungsentlastung zunächst mal zu trainieren. Dazu kann man Videos nutzen, dazu kann man virtuelle Simulationen nutzen. Sie alle kennen die Werbung von Meta, wo eine Augenchirurgin VR-Technologie nutzt, um eine Operation zuerst mal zu machen. Auch sowas ist gut in der Lehrkräftebildung. Das muss man nicht zwangsläufig mit VR machen, das kann man auch face-to-face machen. Aber es ist wichtig, diese Strategien, diese Fähigkeiten unter Bedingungen der Handlungsentlastung zu trainieren. Danach die dritte Stufe. Hier geht es darum, Planung, Durchführung, Reflexion systematisch zu verknüpfen. Dafür ist das Praxissemester ganz, ganz wichtig. Studierende werden hier begleitet und im Vorbereitungsdienst und in der Berufseingangsphase kann es dann um die Festigung und Flexibilisierung von Handlungsstrategien gehen und da ist ein Expertinnen-Experten-Feedback eben sehr wichtig. Also das ist sozusagen das Kondensat dieser Idee des kumulativen Kompetenzaufbaus, die das Gutachten trägt. Und damit würde ich an Olaf abgeben, der die ersten beiden Kapitel vorstellt. Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich möchte auch mit dem ersten Kapitel beginnen, das sich eigentlich noch gar nicht im engeren Sinne mit der Lehrkräftebildung beschäftigt, sondern tatsächlich zunächst einmal mit einem alten Problem, nämlich der Prognose zum Lehrkräfteeinstellungsangebot und zum Lehrkräftebedarf. Das heißt, Ausgangspunkt dieses ersten Kapitels war die Beobachtung, dass die Prognosen hinsichtlich des zukünftigen Lehrkräftebedarfs
doch immer erheblich schwanken, je nach AutorInnengruppe. Das heißt, die Zahlen der KMK sind doch häufig andere als die beispielsweise des Essener Bildungsforschers Klaus Klemms oder auch des Instituts der deutschen Wirtschaft, die häufig zu höheren Zahlen kommen von Lehrkräften, die in den kommenden Jahren bzw. auch Dekaden benötigt werden. Und in dem Zusammenhang haben wir 4 Herausforderungen identifizieren können, die für solche Prognosen zentral sind. Das ist zum einen natürlich eine regelmäßige Beobachtung der Bevölkerungsentwicklung. Das betrifft vor allem die Wanderungssalden. Wir haben ja im Moment auch sehr starke Zuwanderung bei vergleichsweise geringer Abwanderung. Die Geburtskohortenstärken in Deutschland sind relativ einfach festzustellen. Aber wir haben natürlich immer Wanderungssalden. Das heißt, wir brauchen eine regelmäßige Aktualisierung der Bevölkerungsvorausschätzung, um zu guten Prognosen der Schülerinnen und Schülerzahlen zu kommen. Große Herausforderungen bestehen dann, wenn wir die tatsächlich prognostizieren wollen, wie viele Lehrkräfte zukünftig zur Verfügung stehen werden. Das erste Problem dabei ist, dass wir nicht einmal genau wissen, wie viele junge Menschen heute ein Lehramtsstudium in Deutschland beginnen. Das hat nicht zuletzt auch etwas damit zu tun, dass wir immer noch 2-fach Bachelorstudiengänge haben, die beispielsweise nicht Lehramtsstudiengänge sind und man dann gar nicht genau weiß, wo die Reise für diese jungen Leute dann hingeht. Wir wissen auch nicht genug über Zahlen über Studienverläufe bzw. Ausbildungsverläufe von Studienbeginn bis zur Beendigung des Vorbereitungsdienstes. Wir wissen nicht genau, wie viele Masterabsolventinnen, Absolventen oder Staatsexamensabsolventinnen, Absolventen anschließend in den Vorbereitungsdienst gehen, wie viele ihn glatt durchlaufen und wirklich übertreten. Also wir haben einfach ein gewisses Problem bei den Studien- und Ausbildungsverläufen, wo man Handlungsbedarf sieht. Und wir haben dann weiterhin erhebliche Herausforderungen bei der Prognose von schulformspezifischen und fachspezifischen Zahlen, die wir in Zukunft benötigen werden. Es ist relativ einfach, schulformspezifische Prognosen zu machen, ist aber sehr schwierig, auch noch fächerspezifische Prognosen zu machen. Und was schließlich oft unklar ist, gerade auch bei den Prognosen, die die KMK abgibt, welche Annahmen genau in die Prognosen des jeweiligen Landes einfließen. Und dementsprechend kommen wir im Wesentlichen zu 3 Empfehlungen. Die erste Empfehlung bezieht sich darauf, dass wir bessere Daten brauchen. Wir brauchen bessere Daten zu Studienanfängerinnen und Anfängern und dann auch zu den Studienverläufen. Die zweite Empfehlung, die wir hier sehr stark machen, ist, dass wir mehr Transparenz aus den Ländern bekommen in die Annahmen, die in die Prognosen einfließen. Beispielsweise, wie sich in den Prognosen die Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die unterschiedlichen Schulformen ergeben. Ganz wichtig natürlich auch Schüler-zu-Stelle-Relation, also auf wie viele Schülerinnen und Schüler rechnet man ein Vollzeitäquivalent. Was bedeutet das an tatsächlichen Köpfen? Wir wissen um die große Zahl von teilzeitbeschäftigten Lehrkräften. Wir wissen, wir müssen auch die Annahmen in den Ländern tatsächlich dann eben auch erkennen, mit wie viel Schwund gerechnet wird, also nicht altersbedingt, sondern vorzeitig auch. Natürlich auch, wie Reformen in den Ländern eingepreist werden, beispielsweise die anstehende Reform der verlässlichen Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich. Und das Dritte ist dann schließlich, dass wir empfehlen, den Ländern empfehlen, zu vergleichbaren Modellierungen zu kommen, das heißt, die Prognosemodelle zu harmonisieren, dann eben auch die wirklich aktuelle Bevölkerungsvorausberechnung für die unter 20-Jährigen zu verwenden, natürlich auch für die Studienanfängerinnen und Anfänger, Übergangsquoten natürlich regelmäßig anzupassen, sehr wichtig dann eben auch nochmal, zumindest für ausgewählte Fächer, insbesondere für Mangelfächer, auch nochmal einheitlich zu modellieren, wie man, welche Erwartungen man dort hat an den Bedarf, um dann möglicherweise auch steuern zu können, dass man den Bedarf auch entsprechend deckt und nicht in die Situation kommt, wie wir sie aus den MINT-Fächern kennen, dass wenn man die Prognosen bis 2035, 36 sich beispielsweise anschaut, dass man eine Unterdeckung hat, die weit über 50% je nach Fach liegt. Also das soweit zum ersten Kapitel, das sich im Wesentlichen noch mit Prognosen von Lehrkräfteeinstellungsbedarf beschäftigt. Das zweite Kapitel beschäftigt sich sehr stark mit der Frage, wie wir möglicherweise mehr Studierende für das Lehramt gewinnen können
und wie wir sie vor allem, wenn sie im Lehramt angekommen sind, im Lehramtsstudium angekommen sind, wie wir sie dann auch in den Universitäten, in den Studiengängen halten. Ganz wichtig aber vorweg noch einmal der Hinweis, wir haben keine Evidenz gefunden, dass das Lehramtsstudium in den letzten Jahren so maßlos unattraktiv geworden ist. Die Studienanfängerzahlen sind relativ robust. Das sind immer so zwischen 9 und 10% der Studienanfängerinnen, die ein Lehramtsstudium beginnen. Und wir haben auch keine Evidenz dafür, dass die Abbruchquoten so maßlos hoch sind in den Lehramtsstudiengängen, sondern sie verhalten sich beispielsweise im Vergleich zu anderen Studiengängen, MINT-Einfachstudiengängen, sogar günstiger, dass die Studienabbruchszahlen insgesamt kleiner sind. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass der akute Lehrkräftemangel im Grunde genommen erfordert, dass wir höhere Studienanfängerzahlen an den Universitäten bekommen. Dementsprechend geben wir Hinweise, wie man über Kampagnen möglicherweise auch mehr junge Leute, auch solche Leute gewinnen kann für das Lehramtsstudium, die klassischerweise nicht unbedingt ein Lehramt studieren. Wir schlagen Rekrutierungsstrategien vor, unter anderem über Scouting. Wir zeigen aber auch, wir geben Empfehlungen noch ab, wie man die Anreize für ein Lehramtsstudium weiter erhöhen kann. Und natürlich geben wir auch noch einmal Empfehlungen ab, wie man das Angebot von Studienplätzen, Stichwort teilweise ja noch zulassungsbeschränkte Studiengänge, wie man hier das Angebot erweitern kann, beziehungsweise die Studienplätze besser ausschöpfen kann an den Universitäten. Die Aufhebung der Zulassungsbeschränkung oder die Prüfung der Aufhebung der Zulassungsbeschränkung setzt natürlich voraus, dass man möglicherweise auch mehr ausbilden kann, als man eigentlich Kapazitäten hat. Ich komme zur nächsten Empfehlung, die sich sehr stark Empfehlung dahingehend abgibt, wie wir den Studierenden vor Ort das Lehramtsstudium erleichtern können. Da geht es sehr stark eben auch darum, dass wir Studienbedingungen schaffen, die es den jungen Leuten ermöglichen, in 5 Jahren das Studium abzuschließen, eben auch Studierbarkeit zu stärken in den Akkreditierungsverfahren, Überschneidungsfreiheit beispielsweise von Modulen sicherzustellen. Wir geben aber auch Empfehlungen ab, wie wir beispielsweise junge Leute ins Lehramtsstudium bekommen, die schon Betreuungsaufgaben übernehmen, Stichwort Teilzeitstudium, das also im Grunde hier dann auch sehr stark noch einmal Hinweise, wie können wir an den Universitäten sicherstellen, dass die soziale und akademische Integration gelingt. Wir wissen, dass je größer die Integration der Studierenden gelingt an den Universitäten, je wohler sie sich in ihrem Studium fühlen, je besser ihre Kontakte auch zu den Peers sind, desto geringer die Abbruchwahrscheinlichkeiten. Die nächste Empfehlung bezieht sich dann auf den Stellenwert der Lehrkräftebildung in den Universitäten. Wir sehen es als zentral an, die Lehrkräftebildung an den Universitäten weiter zu stärken. Es gibt ganze Fachbereiche, die vermutlich ohne Lehramtsstudierende überhaupt keine Nachfrage mehr hätten, die vermutlich ohne Lehramtsstudierende verschwinden würden. Wir sehen es als ganz wichtig entsprechend an, dass die Lehrkräftebildung auch in den Hochschulleitungen fest verankert wird, dass die sogenannten Zentren für Lehrkräftebildung oder auch die Schools of Education strategisch deutlich gestärkt werden, dass sie die Möglichkeit bekommen, eben auch im Berufungsverfahren explizit mitzugestalten und auch darauf zu achten, dass die richtigen Personen letztendlich berufen werden auf entsprechende Professuren. Wir geben auch Hinweise oder Empfehlungen ab, Anreize zu schaffen, wie eben auch besondere Leistungen in der Lehramtsausbildung entsprechend honoriert werden können. Und wir schließen schließlich ab in diesem Kapitel mit Empfehlungen zu phasenübergreifenden verlässlichen Abstimmungsstrukturen, das heißt der engen Verzahnung eben auch zwischen erster und zweiten Phase. Wir sehen es als ganz wichtig an, dass in den Bundesländern sicherlich auch in Abstimmung mit den zugehörigen Ministerien, Schulministerium wie auch Wissenschaftsministerium, die Einrichtungen, die für die Ausbildung, für Studium zuständig sind, dann aber auch für den Vorbereitungsdienst, dass man hier eng zusammenarbeitet, das Programm koordiniert, dass die Ministerien auch über Zielvereinbarungen mit den Hochschulen hier stärker steuern, um letztendlich dann auch
sicherzustellen im Sinne des von Frau Thiel vorgestellten Modells des kumulativen Kompetenzaufbaus auch, dass die erste und zweite Phase erfolgreich gelingen in der Lehrkräfteausbildung. Vielleicht so viel zu den Empfehlung des zweiten Kapitels. Und ich gebe jetzt ab an meine Kollegin Felicitas Thiel. Ja, vielen Dank. Genau, jetzt geht es um die erste und zweite Phase. Wie müssen wir die Qualifikationsangebote gestalten, damit die Kompetenzen erworben werden können, die notwendig sind? Ich sagte das eingangs. Herr Tietke, könnten Sie umblättern? Genau, wir haben hier zwei Empfehlungen. Ich mache ein bisschen schneller, damit Frau Günther Wünsch auch noch etwas sagen kann. Wir glauben, dass man die beiden Phasen sehr viel besser verzahnen muss. Das ist altbekannt, dass wir ein Riesenkohärenzproblem haben. Entweder wird in der zweiten Phase etwas ganz anderes gemacht oder dasselbe nochmal. Deswegen brauchen wir hier eine Verzahnung. Die kann man curricular machen, die kann man personell und strukturell machen. Curricular bedeutet, dass wir ein kohärentes Curriculum über die erste und zweite Phase brauchen, dass eben diese neuen Anforderungen im Umgang mit der Heterogenität bis hin zur Digitalisierung mit aufnimmt und das kohärent entwickelt, insbesondere was die Praxisphasen betrifft. Personell bedeutet das, dass die Personen der zweiten Phase schon viel stärker integriert werden in die Betreuung der Praxissemester. Übrigens, wenn man sich die Praxisphasen anguckt, dann reichen die von 8 Wochen bis 5 Monaten in den Ländern. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben, bevor wir über ein duales Studium sprechen, dass wir ein ordentliches praxisintegriertes Studium auch weiterentwickeln. Wir glauben auch, und das wird sicherlich kontrovers diskutiert werden, dass man in einigen Ländern die Ausbildung verkürzen kann. Das war ja das Versprechen der Implementation der Bologna-Reform, dass wir nicht länger werden, wenn wir Praxisphasen im Studium sinnvoll verankern und aufeinander aufbauen, ist unserer Ansicht nach ein einjähriges Referendariat ausreichend. Die Ausbildungsdauer liegt dann bei der Ausbildungsdauer eines Mediziners, nämlich bei 6 Jahren. Wir haben teilweise 7 Jahre. Zentral ist aber, dass die Ausbildungsphasen, die Praxisphasen insbesondere gut begleitet werden. Einige Länder haben hier ja auch schon Mentorenqualifizierungsprogramme implementiert, die sehr, sehr gut sind. Ja, die zweite Empfehlung, da geht es um den wissenschaftsbasierten, qualifizierten Weg ins zweiten Weg in den Lehrerberuf. Wir glauben, dass Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger prinzipiell, wenn sie gut qualifiziert sind, eine Bereicherung sein können. Wir haben dazu ein Modell vorgeschlagen, beziehungsweise mehrere Modelle für die unterschiedlichen Schulformen. Wir glauben, dass man einen Master of Education mit einer starken Praxisphase, genauso wie die Regelausbildung, implementieren sollte. Und das ist deswegen so wichtig. Ich glaube, Olaf Köhler hat es ja erwähnt in dem Kapitel über die Prognose, weil wir in den nächsten Jahren eine starke Verschiebung sehen werden von der Grundschule hin zur Sekundarstufe. Und dort müssen wir jetzt Angebote machen für fachlich, fachdidaktisch, pädagogisch, psychologisch gut qualifizierte Lehrkräfte. Wir glauben, dass die Sondermaßnahmen, ich sagte das eingangs, in dieses Modell integriert werden sollen. Ja, ich kann ganz kurz einen Einblick geben, Herr Tietke, auf dieses Modell. Da gehen wir früher, können wir später noch mal genau darauf eingehen, dass die zentrale Empfehlung ist, nur für ein Fach zu qualifizieren in diesem Quereinstieg, weil die große Herausforderung im Moment ist, dass wir viele Leute abweisen müssen in den Studiengängen, die es schon gibt für einen Quereinstieg, weil sie eben keine 2 Fächer haben. Man kann in den Mangelfächern hier einen großen Bedarf decken, wenn man das macht. Die Praktika spielen eine wichtige Rolle, Bildungswissenschaften, dann gibt es sogar noch einen Spezialisierungsbereich, den die Universitäten dann mit den Angeboten ausfüllen können, die sie in ihrem Lehrangebot auch vorrätig haben. Und das kann man sehr gut synchronisieren mit dem Regelangebot. Ja. Dann können wir weitergehen. Das letzte Kapitel ist die Organisation, Gestaltung einer forschungsbasierten Fort- und Weiterbildung für eine kontinuierliche Kompetenzentwicklung. Es ist ja so, dass sich, das wissen Sie alle, die Anforderungen dynamisch ändern. Für uns ist es wichtig, zwischen Fort- und Weiterbildung zu unterscheiden. Fortbildung bedeutet, die Anpassung der Kompetenzen, die man irgendwann mal erworben hat, an sich verändernde Anforderungen, zum Beispiel Umgang mit Heterogenität oder Nutzung digitaler Tools. Weiterbildung bedeutet eine Qualifikation
für neue Funktionen, zum Beispiel für eine Schulleitungsfunktion oder eine Funktion in der Schulaufsicht. Wir haben uns auch das Fortbildungsangebot sehr, sehr genau angeguckt, haben da auch dort eine differenzierte Problemanalyse formuliert. Wir sehen ein System, das keine vernünftige Angebotsplanung hat, zumindest in den meisten Ländern keine vernünftige Qualitätssicherung, keine Qualifizierung der Dozentinnen und Dozenten, die dort tätig sind. Wir sehen hohe Ausfallquoten teilweise und deswegen glauben wir, dass das eine ganz, ganz wichtige Baustelle ist, die wir auch bearbeiten müssten. Systematische, datenbasierte Angebotsplanung, Mentorinnen qualifizieren, systematische Qualitätssicherung und zwar in der Kooperation von Landesinstituten und Universitäten ist wichtig, dass auch aktuelle Forschungsbefunde den Weg in die Fortbildung finden. Wir brauchen transparente Finanzierungsmodelle. Es ist nicht ganz klar, welche Ansätze sozusagen hier zugrunde gelegt werden, weil eben teilweise Leute abgeordnet werden, aber wir haben auch schulische Fortbildungsbudgets und ganz wichtig, wir halten es für zentral, dass wir auch eine Fortbildungsverpflichtung definieren und der Umfang von 30 Stunden im Jahr schien uns vernünftig. Hamburg hat das bereits eingeführt. So, dann können wir eins weitergehen zur letzten Empfehlung, die betrifft die Weiterbildung. Ich sagte ja eingangs schon, wir haben in Deutschland keine systematische Verknüpfung von Weiterbildung und Karrierewegen und das ist ein Aspekt, der für junge Leute, da gibt es viele Untersuchungen dazu, sehr, sehr relevant ist für die Berufswahl, insbesondere für die leistungsfähigen und hochmotivierten. Die fragen sich nämlich, wie kann ich mich im Beruf weiterentwickeln? Und deswegen halten wir es für unerlässlich, dass man Weiterbildung für Funktionen, zum Beispiel der Schulleitung, der Schulaufsicht, aber auch in der Bildungsadministration stärker definiert. Nur eine kleine Bemerkung, in den USA gibt es an allen forschungsstarken Universitäten Masterangebote, sogar Promotionsangebote, die für praktische Aufgaben in der Steuerung und Qualitätssicherung im Schulsystem qualifizieren. Sowas kennen wir überhaupt nicht oder nur in Ansätzen. Und das halten wir aber für wichtig in der Zusammenarbeit mit den Landesinstituten. Was ich vorher schon gesagt habe, dieser Einfachmaster, der kann aus unserer Sicht auch gut ergänzt werden, um ein modularisiertes Angebot in der Weiterbildung für das zweite Fach. Und der dritte Punkt, den wir nennen oder empfehlen, ist auch unterhalb einer Lehrkraft einmal zu überlegen, können wir hier nicht auch Personen für Assistenzfunktionen qualifizieren? Wir haben sehr, sehr viele Leute bereits jetzt im System als Schulhelfer, als Schulassistentin, die nicht oder nur unzureichend qualifiziert sind. Wenn Sie nach England gucken, macht diese Gruppe schon ein Viertel der Beschäftigten aus. Und da könnte ein Bachelorstudiengang eine sehr interessante Karriereoption sein. Ja, so viel. Und dann hat Frau Günther Wünsch auch noch Zeit, was zu sagen. Ja, vielen Dank für diese kompakte und gleichzeitig sehr umfassende Vorstellung des Gutachtens, liebe Frau Günther Wünsch. Die erste Frage geht jetzt an Sie. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Botschaften dieses Gutachtens? Was nehmen Sie mit? Und vielleicht können Sie das auch differenzieren, einerseits als Bildungssenatorin von Berlin, aber andererseits eben auch in Ihrer Rolle KNK-Präsidentin und damit für überregionale Fragen auch zuständig. Ja, vielen Dank, dass ich jetzt direkt anschließen kann. Sie haben ja die zwei Perspektiven schon aufgemacht und sowohl Herr Professor Köller als auch Professor Thiel sind ja auch auf unterschiedliche Ebenen schon eingegangen. Das, was wir auch jetzt in der letzten Woche in der KMK aufgrund dieses Gutachtens schon angesprochen haben und besprochen haben, sind ja tatsächlich zum einen, wie bekommen wir mittel- und langfristig die Attraktivität des Lehramtsstudiums so gesteigert, ohne gleichzeitig an der Qualität schrauben zu müssen. Und das haben ja beide Gutachter auch gerade sehr ausführlich dargestellt, indem wir zum einen über die Dauer des Studiums bei gleichzeitiger Erhöhung der Praxisanteile, ohne die Qualität aus den Augen verlieren zu dürfen, sprechen müssen. Und da sind ja auch gerade die Maßnahmen erwähnt worden. Das ist natürlich für alle Fachminister genau das, wovon wir sprechen. Wir hätten gern eine verkürzte Dauer. Ich spreche jetzt tatsächlich auch aus politischer Sicht. Wir haben einen Lehrkräftemangel, ohne halt gleichzeitig, das habe ich letzte Woche auch gesagt, den Anschein zu erwecken, dass wir jeden nehmen wollen oder dass wir an der Qualität schrauben wollen. Und in dem Gutachten ist ja auch das berücksichtigt worden, was die Praktika, also Schulleitungen, Pädagogen, Staatslehrkräfte spiegeln in allen Bundesländern.
dass ein Großteil der Referendare, die aus dem Studium kommen und in den Schulen ankommen, einen sogenannten Praxisschock haben. Und das erhofft man sich ja auch, indem man den Praxisanteil erhöht, so wie es beschrieben worden ist, der aber begleitet ist, der durch Mentoren ist, also der qualifiziert und unterstützt ist, dass man dadurch quasi eher den Zugang hat. Im Gegensatz zu dem, was wir halt momentan an vielen Schulen deutschlandweit beobachten mit den queeren Seiteneinsteigern, dass wir Leute, die fachfremd sind, reinholen oder minder qualifiziert sind, Studenten erstes, zweites, drittes Semester, die alleine laufen gelassen werden und, das ist ja auch angesprochen worden, sich Dinge aneignen, die dann auch schwer zu korrigieren sind. Wenn man das Gefühl hat, man war jetzt ein, zwei, drei Jahre in der Schule, man war doch irgendwie vor der Klasse gestanden, es funktioniert doch irgendwie, eben nicht. Begutachtet das ja keiner, also das evaluiert ja hinterher keiner, wie gewinnbringend war der Unterricht, den dort der nicht begleitete Quer- und Seiteneinsteiger oder Student gemacht hat. Also das, was in der KMK besprochen worden ist, mittel- und langfristig an der Studiumsdauer zu schrauben, die Praxisanteile zu erhöhen, aber gleichzeitig, und das haben alle 16 Minister sehr begrüßt, diese hohen Qualitätsstandards trotzdem weiterhin im Blick zu haben. Weil das ist die Voraussetzung für wirklich guten Unterricht und damit auch mittelfristig gute Bildungsergebnisse. Ich meine, wir haben auch alle gleichzeitig PISA gesehen. Das ist ja immer das Ziel, was wir auch mitverfolgen, die Bildungsergebnisse in unseren Schulen im Land, also in Deutschland und auch natürlich besonders auch in Berlin, wieder heben zu dürfen. Und das Zweite, was wir besprochen haben und wo ich auch als Berlins Bildungssenatorin sprechen möchte, sind natürlich auch Maßnahmen, die schneller greifen als die veränderte Lehramtsausbildung oder Lehrerausbildung. Das sind die Sachen mit den Einfachlehrern, die auch Herr Professor Köller nochmal angeführt hat. Wenn wir europaweit zum Beispiel schauen, machen das wahnsinnig viele Länder schon, dass es dort Lehrer gibt, die ausschließlich in einem Fach unterrichten. Wir haben diese Menschen an unseren Schulen, das sind die Quereinsteiger mit Sicherheit. Und zu sagen, wir qualifizieren die so, dass sie tatsächlich in einem Fach dauerhaft bei uns unterrichten können. Und da geht es natürlich auch wieder um Standards in der Ausbildung. Und da ist der Q-Master, den Berlin schon hat, kann da vorbildlich sein, um in diese Richtung zu gehen und zu sagen, wir sprechen mit den Universitäten, dass wir auch Einfachlehrer perspektivisch und zukünftig in dem Regelsystem mitlaufen lassen, weil die Plätze noch da sind. Und Herr Köller hat ja auch die Einschränkung quasi gemacht. Wir reden natürlich über die Bereiche, wo wir einen Mangel haben. Wir haben letzte Woche auf der Pressekonferenz, ich erinnere mich noch daran, es war Frau Professor Thiel hat es gesagt, wir brauchen jetzt nicht noch den 100. Geschichtslehrer, sondern wir reden tatsächlich über die Fächer, wo wir einen eklatanten Mangel haben. Und das Zweite, was wir debattiert haben und was auch für Berlin sehr spannend ist, das ist die Anerkennung der ausländischen Abschlüsse. Wie werden wir da besser? Wie kriegen wir die Hürden gesenkt und gleichzeitig aber die sprachlichen Barrieren begleitend mit abgebaut? Da gibt es verschiedene Überlegungen. Berlin hat sich da schon auf den Weg gemacht. Wir haben fangen zum Beispiel jetzt an mit sogenannten Tandemlehrern, den Willkommensklassen, am Beispiel der ukrainischen Willkommensklassen, ukrainische Pädagoginnen mit einzusetzen. Wir haben die Sprachbarriere ein Stück runtergesetzt, aber wir bieten gleichzeitig Sprachkurse an. Es ist natürlich erstrebenswert für jedes Land, wenn die KMK da Antworten findet, länderübergreifend, dass nicht jedes Land einen eigenen Weg geht, sondern wir uns da verständigen können, dass es einheitliche Abkommen sind, einheitliche Maßnahmen, die alle 16 Bundesländer ergreifen. Aber das sind die zwei Stränge, über die wir gesprochen haben kurzfristig. Da gehören die Einfachlehrkräfte rein, da gehört die Anerkennung der ausländischen Abschlüsse rein. Und mittel- und langfristig geht es um die Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer. Und wie gesagt, als die Dauer und die Praxisorientierung sind das die zwei Stellschrauben. Und wenn das einhergehen könnte mit einer Verkürzung des Referendariats, so die Rückmeldung auch aus der Praxis, ist das erstrebenswert, wenn man vorher quasi die Ausbildung so aufstellt, dass sie auch mit den notwendigen Kompetenzen die jungen Menschen dann in den Schulen ankommen. Soweit vielleicht das noch von mir. Vielen Dank. Sie haben jetzt etliche Maßnahmen genannt, über die KMK diskutiert, den Einfachlehrer, die Qualifikationen, Anerkennung von Qualifikationen vom Ausland, zugewanderte Lehrkräfte, auf den Q-Master, einen zweiten Weg haben Sie vorgestellt. Hat denn diese Diskussion durch die Empfehlungen der SWK, die ja teilweise sehr konkret sind, auch ganz neue Impulse bekommen? Also, dass Sie da auch nochmal in eine andere Richtung gehen. Stichwort ist hier immer stark zweiter Weg, zu sagen, Sondermaßnahmen ist das eine. Sie haben ja auch dieses Spannungsfeld beschrieben, Versorgung mit Lehrkräften, Qualität der Lehrerbildung. Hat es da nochmal eine neue Richtung gekriegt?
Eine neue Richtung vielleicht gar nicht, aber ich kann schon sagen, dass auch die Länder sich jetzt durch die Wissenschaft bestätigt fühlen. Das, was schon immer debattiert oder was eine Weile schon debattiert wird und was ja auch wirklich neue Wege sind, als im Vergleich zu den bisherigen Wegen, dass man sagt, okay, die Wissenschaft bestätigt das und jetzt geht es doch darum, gemeinsam mit der Wissenschaft darüber zu sprechen, wie kann da eine gute qualifizierte Ausbildung aussehen, Punkt Nummer eins. Das zweite ist, dass die Wissenschaft natürlich auch mit den Zugängen zu den Universitäten diejenigen sind, wo wir dann auch sagen, wir müssen über die Rolle der Unis sprechen. Welchen Part übernehmen die Universitäten hier zukünftig? Wir haben es gerade gehört, Herr Köller war es meines Erachtens, der auch sagte, wir haben nach wie vor Studenten, die sagen, ich kann nicht innerhalb der Regelstudienzeit bleiben, weil mir die Module nicht angeboten werden, die ich gebrauche, um meine Credits zu haben. Und dadurch verzögern sich Dinge. Da muss man zum einen sprechen. Man muss auch tatsächlich über die inhaltliche Ausgestaltung sprechen. Wie können in bestehende Systeme die Praxisanteile integriert werden? Also das sind so Sachen, wo wir gesagt haben, wir fühlen uns auf der einen Seite bestätigt. Wir sagen, wir müssen intensiver mit den Universitäten in den Austausch gehen. Und das, was auch eine große Rolle spielt, das ist die dritte Phase. Also wir müssen auch über ein Konzept für die Aus-, Fort- und Weiterbildung sprechen. Auch Bildung unterliegt allen gesellschaftlichen dynamischen Prozessen. Und wir sehen das, dass Pädagogen heutzutage vor andere Herausforderungen in unseren Klassenzimmern gestellt sind, als vielleicht noch vor 20 Jahren. Das ist in Ordnung so. Wir wollen auch an diesen Herausforderungen gar nichts ändern, aber wir wollen dafür sorgen, dass die Pädagoginnen und Pädagogen das notwendige Rüstzeug dafür haben. Auch Bestandslehrkräfte, die schon im System sind. Deswegen wird diese dritte Phase braucht auch noch viel mehr Aufmerksamkeit. Und das ist schon bei einigen Fachministerkollegen dieser Aha-Moment, wo wir sagen, auch darauf gilt es, eine gesteigerte Aufmerksamkeit zu lenken und auch das mit Standards zu hinterlegen. Was sind eigentlich, wenn wir schon von einer Verpflichtung vielleicht sprechen, was können oder sollten verpflichtende Aus-, Fort- und Weiterbildungen sein? Was muss dort mit rein, um immer auf der Höhe der Zeit zu sein, um wirklich immer qualitativ hochwertigen Unterricht anbieten zu können und den Herausforderungen gewachsen zu sein? Und das ist was, es ist nicht neu, aber es ist nochmal deutlich geworden, dass man das auch zunehmend in den Fokus nehmen muss. Wir können nicht nur darüber reden, was brauchen wir mehr, sondern wie qualifizieren wir auch die Leute, die schon da sind? Wie sorgen wir dafür, dass auch die bei der Stange bleiben und in diesen Schulentwicklungs- und Unterrichtsentwicklungsprozess mitgenommen werden und eingebunden sind? Vielen Dank. Wir haben sehr viele Fragen im Chat, deswegen ist es leider nicht möglich, alle Fragen aufzugreifen. Ich greife jetzt die auf, relativ willkürlich, die jetzt direkt an Frau Günther Wünsch gerichtet sind, weil die eben nicht mehr so lange da ist. Und da passt auch das Stichwort, nicht alles ist neu. Die Frage ist, dass es die Kohärenz der verschiedenen Phasen ja schon länger gibt und die auch angelegt sind, gerade bei der ersten und zweiten Phase in den Standards der KMK für die Lehrerbildung. Können Sie erklären oder einordnen, warum, obwohl es diese Standards ja schon sehr lange gibt, die offenkundig an den Hochschulen keine so große Rolle spielen oder teilweise noch nicht umgesetzt sind? Das ist natürlich eine Antwort, die kann die KMK nicht alleine geben. Also da müssen wir auch mindestens die Schulseite nicht alleine geben, da muss die Hochschulseite mitsprechen. Und wenn wir uns ehrlich machen wollen, so haben die Hochschulen auch lange nicht das Lehramtsstudium so im Fokus gehabt. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe und Erklärungen. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Wir haben jetzt auch nochmal mit PISA Bildungsergebnisse und Studien, die ganz deutlich machen, was für eine Bedeutung gut qualifiziertes pädagogisches Personal hat insgesamt für die gesamte Republik. Das ist nicht eine Nachlässigkeit, das sind, glaube ich, verschiedene Schwerpunktsetzungen, aber das ist auch eine der Aufgaben, die jetzt in 2024 zu Beginn in der KMK gemeinsam mit der Hochschulseite besprochen werden muss, wie man das auch in den Hochschulen gemeinsam implementiert und nachhaltig gestaltet bekommt. Dann ein Ergebnis des Gutachtens ist es, dass die Datengrundlage nicht ganz gut ist. Also nicht nur im Bedarf, sondern auch, was mit den Lehramtsstudierenden während des Studiums passiert. Man weiß auch wenig über die Lehrkräfte, was die in den Schulen denken. Und hier hat ein Teilnehmer gefragt, ob es eine Überlegung ist, an Thales teilzunehmen. Das ist ja eine internationale Studie zu den Lehrkräften im Beruf. Das sind sicherlich Sachen, die mit überlegt werden können. Ich will da jetzt auch gar nicht alleine die Entscheidung hier treffen. Das sind Dinge, die dann besprochen werden müssen in den nächsten Sitzungen, wie wir tatsächlich mit diesen Ergebnissen umgehen. Aber dass die Datenlage schlecht ist, das ist ja auch gerade von Frau Professor Thiel und Professor Köller mehr als deutlich kommuniziert worden, dass wir gar nicht alle Fragen, die sich ergeben, momentan final beantworten können.
Herr Professor Köller sagte, wir wissen nicht, wie viele fangen eigentlich an, wie viele kommen zum Abschluss, was sind die Gründe für einen Abbruch, wo münden die, die nicht abbrechen, aber auch nicht in den Schulen landen, wo münden die eigentlich ein und was sind vor allen Dingen die unterschiedlichen Gründe für die unterschiedlichen Wege und Abbiegungen während vom Startpunkt, wenn man nicht in das Ziel mündet, war, wofür es mal gedacht war. Das sind Sachen, die müssen, wie gesagt, mit dem Hochschulen mal besprochen werden. Da kann das Programm, das Sie aufgerufen haben, eines sein. Es wird nicht das Alleinige sein, aber wichtig ist, dass man es jetzt angeht und sagt, wir brauchen diese Daten, wenn wir wirklich auch Antworten finden wollen und Maßnahmen ergreifen wollen. Und dem wird sich die KMK gemeinsam mit der Hochschule dann auch stellen müssen. Vielen Dank. Dann bleiben wir mal bei der Qualität der Daten. Olaf, ein Teilnehmer hat gefragt, ob es auch Studien gibt zum Erleben der Studierenden im Studium. Also nicht nur quantitative, sondern auch tatsächlich Befragende von Studierenden, wie es denen so geht. Kannst du die Frage beantworten? Ja, da wir in Kiel ja die Palea-Studie durchgeführt haben, wissen wir natürlich sehr viel auch über das Erleben von Studierenden in den unterschiedlichen Lehramtsstudiengängen. Wir haben das ja zusammen mit dem Kollegen Jens Möller gemacht, über viele Jahre die Lehramtsstudierenden begleitet. Auch natürlich gesehen, wie sich der Übergang darstellt in die Schule, wenn sie in den Vorbereitungsdienst gehen, wie das Belastungserleben zunimmt, dann im Vorbereitungsdienst. Wir haben beispielsweise auch Befunde dahingehend, dass wir sehen, dass die besonders belastet sind, auch im Studium oder auch im Beruf, dass das auch häufig diejenigen sind, die schon bei Studienbeginn besonders belastet sind. Also da kann ich nur auf das Palea-Buch verweisen, was jetzt vor kurzem, ich glaube in diesem Jahr oder im letzten Jahr, müsst ihr gar nicht wissen, da ich Mitherausgeber bin, erschienen ist und ausführlich über Palea berichtet. Sehr lesenswert sind natürlich nach wie vor auch die Ergebnisse zur Koaktivstudie. Uta Klusmann hat jetzt gerade auch noch mal die 2003 begonnene Koaktivstudie, Koaktiv-R, fortgeführt, wo wir auch noch mal sehen, wie das Erleben dann im Beruf der Lehrerinnen und Lehrer ist, wo wir eben auch sehen, dass das Belastungserleben über die Zeit bei vielen Lehrkräften gar nicht zugenommen hat, bis die Pandemie kam, wo man ganz deutlich eben auch nochmal sehen kann, wie sich so Erlebensqualität verändert, wenn wirklich solche Krisen im System kommen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Studien. Palea ist genannt, Koaktiv ist genannt. Also kann ich nur empfehlen, sich die Sachen anzugucken. Sehr viele Fragen im Chat beziehen sich auf die Verkürzung des Referendariats auf 12 Monate. Eine Teilnehmerin hat geschrieben, sind es dann de facto nicht sogar nur 9 Monate. Auf Wiedersehen, Frau Günther Wünsch. Vielen Dank, dass Sie da waren. Könnte man nicht auch in den Verkürzungen des Masterstudiums denken? Felicitas, kannst du das nochmal genauer einordnen? Ja, wenn man das Masterstudium kürzt, dann hat man im Wettbewerb mit den anderen Studienfächern, die ja im Bologna-System immer Bachelor und Master umfassen, natürlich eine ungünstige Situation, was sich sicherlich auch besoldungsrechtlich auswirken würde. Deswegen haben wir gesagt, wir glauben, dass es sinnvoller ist, das anders zu machen, auch im Sinne der Verzahnung der beiden Phasen, also die Fachseminarleitung, Seminarleitung schon einzubeziehen in das Praxissemester. Wie gesagt, das ja manchmal in manchen Ländern nur 8 Wochen dauert, da kann man durchaus nochmal auch Praxis drauflegen. Das halten wir für wichtig. Und wenn man erfolgreiche PISA-Länder anguckt, man kann es so machen oder so machen. Aber bei uns haben wir eben ein Bachelor-Master-System und da muss man sich den Wettbewerb anschauen. Ich halte es wirklich für eine absolut wichtige Botschaft, dass wir die besten Leute qualifizieren für diesen Beruf. Und da stehen wir im Wettbewerb mit Studienfächern, mit anderen professionsorientierten Studienfächern, wie Psychologie, wie Jura, wie Medizin. Und das müsste eigentlich unsere Ansage sein. Wir haben sehr gute finanzielle Anreize in Deutschland. Der Lehrerberuf ist sehr gut bezahlt im OECD-Vergleich. Und wir sollten im Grunde auch auf diese schwierige Situation nicht reagieren mit einer Senkung der Standards, sondern ganz im Gegenteil, so wie Estland es gemacht hat, mit einer genauen Definition der Standards und sollten auch eher selektiv sein, als alle sozusagen Tore zu öffnen. Das hört sich vielleicht schwierig an in der augenblicklichen Situation, aber was die langfristige Attraktivität des Berufs betrifft und die Tatsache, dass wir sehr, sehr gut qualifizierte, motivierte und leistungsstarke Leute brauchen in dem Beruf, ist das, glaube ich, die richtige Strategie und nicht in unserem System jetzt sozusagen eine zweite Wahl, ein zweites Wahlstudium zu implementieren.
Praxis ist total wichtig, ne? Ich habe vorher auch vergessen, noch einen wichtigen Punkt zu machen, der auch an die Adresse der Hochschulen zu richten ist, dass wir deutlich professionsbezogener werden müssen in den Fächern, aber das gilt auch für die Bildungswissenschaften. Man kann nicht die ganzen Veranstaltungen zweitverwerten, die man für andere Studiengänge hat, sondern muss wirklich auch den Bedarf der Lehramtsstudierenden viel besser adressieren. Ein weiterer Fragenschwarm bezieht sich auf die Frage duales Studium, mehr Studium an der Universität, wissenschaftsbasiert. Ich würde sagen, die SWK hat hier ein sehr klares Statement abgegeben. Felicitas, könntest du das auch nochmal einordnen, begründen, warum das so eine eindeutige Antwort war? Sehr gerne. Wir arbeiten ja evidenzbasiert und haben uns die Befunde, die vorliegen, das sind ehrlich gesagt nicht viele, wenn man sich das anschaut, wie gehypt dieser Vorschlag ist. Haben wir uns genau angeschaut und haben gesehen, dass es große Schwierigkeiten gibt hinsichtlich der vernünftigen Begleitung. Und man hat ja zwei Formen des dualen Studiums. Das Praxisintegrierte, da sagen wir, das ist eigentlich genau das, was wir machen wollen, ne? Die Praxisphasen kumulativ entwickeln, gut zu begleiten, erste und zweite Phase gut verzahnen. Und das andere ist das Berufsintegrierte. Und wenn man da die wenigen Befunde, die es gibt, aus der Schweiz anguckt, da kann man schon sehr skeptisch werden, weil dort eben nicht mehr die Ausbildung im Vordergrund steht, sondern die Unterrichtsabdeckung. Und es ist aus meiner Sicht, so wie ich die Befunde lese, ein Mythos zu sagen, man könnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich die Unterrichtsversorgung zu sichern und gleichzeitig sozusagen auszubilden. Das funktioniert eben nicht. Und deswegen glauben wir, es ist super wichtig, dass diese Praxisphasen, weil das wissen wir aus ganz vielen Studien, gut begleitet und vorbereitet sind. Es nutzt überhaupt nichts, wenn man schlechte Praxis kopiert. Ich sage es mal wirklich so zugespitzt. Und wir haben ja teilweise ein Problem mit der Unterrichtsqualität im System. Es ist ja nicht so, dass das alles kopierenswert ist, was wir da sehen. Dann gibt es noch eine Frage, die sich besonders auf die Bedarfe und die Frage, wann der Lehrkräftebedarf eigentlich gedeckt ist. Sind das 100% Lehrkräfte oder ist das ein Prozentsatz, der drüber liegt? Wie viele Lehrkräfte muss man eigentlich ausbilden und auch quasi anstellen in den Ländern, um eine 100%ige Unterrichtsversorgung sicherzustellen? Olaf, vielleicht kannst du zu dieser Frage was sagen. Also das gehört ja auch zu den ungeklärten Fragen in der Prognose, wie die Länder eigentlich rechnen, mit welchem, wenn sie eben Schüler pro Lehrkraftrelation bestimmen. Das ist ja ein Parameter. Also will ich eine Abdeckung von 100%, will ich eine von 120 oder will ich von 140%? Da ist es eben wichtig, dass zukünftig in den entsprechenden Prognosen der Länder dieses transparent gemacht wird. Von welcher Annahme gehen sie aus? Und da wird es, vermute ich zumindest, so sein, dass man sinnvollerweise empfiehlt, dass man nicht generell von 140% Versorgung ausgeht, aber dass man sicherlich auch wieder mit Blick beispielsweise auf den nicht-gymnasialen Bereich, in dem wir möglicherweise auch mit anderen Schülerinnen zur Stellenrelation rechnen muss, dass man dort dann auch höhere Versorgungsquoten hat als möglicherweise in anderen Bereichen. Aber für mich wäre zunächst einmal wichtig für die Prognosen auch des Lehrkräfteeinstellungsbedarfs, dass die Länder das offenlegen, mit welchen Prozentsätzen sie hier rechnen, ob mit 100% Abdeckung oder 120 oder 140. Ich meine, was wir natürlich auch wissen, dass viele Länder ja durchaus schauen in ihrer Ressourcenallokation, wo Schulen sind, die größere Bedarfe haben. Also wir wissen ja, dass Hamburg mit dem Sozialindex arbeitet. Wir wissen auch vom Bundesland Hessen beispielsweise, dass dort Schulen, die vor besonderen Herausforderungen stehen, auch hinsichtlich der Schülerschaft, die sie attrahieren, dass man dort auch eine höhere Versorgung typischerweise herstellt. Aber ich sehe schon, Felicitas will ergänzen. Da hast du aber die Hand gehoben. Ich wollte aber nicht dazu ergänzen, sondern ich habe auf einen Chat habe ich gesehen. Sorry, mach ruhig weiter. Jetzt sage ich nichts mehr, jetzt traue ich mich nicht mehr. Ich fahre auch durch. Darf ich einen Punkt aus dem Chat aufgreifen, den ich sehr wichtig finde? Irgendjemand sagte, man muss natürlich auch die Prüfungen anschauen, wenn man das Referendariat verkürzt. Und das ist absolut wichtig, ne? Erstens die Berufseingangsphase, das habe ich vorher auch nicht ausreichend betont. Da kriege ich sonst von Thilo gleich mein Eins auf den Deckel, der das in dem Talk auch nochmal ganz genau darstellen wird. Aber auch die Prüfungen, wenn wir in die Medizin schauen, dann haben wir ein Drittel Vorklinik, Klinik und praktisches Jahr.
In manchen Ländern wird die zweite Staatsexamensnote ausschließlich aus dem Referendariat erzeugt. Und das können wir dann natürlich nicht mehr machen, sonst ist die Prüfungslast am Ende viel zu hoch. Deswegen muss man sich das, wenn man dann wirklich ein integriertes Studium will, auch im Hinblick auf die Prüfungsanforderungen überlegen, wie man das gestalten möchte. Isabel, ich habe auch eine Frage im Chat gesehen, die in die Richtung geht. Die wissenschaftliche Kommission, die ja aus 16 Hochschullehrerinnen und Lehrern bestünde, hätte sehr stark pro domo in diesem Gutachten auch agiert und die Hochschulen etwas rausgenommen in der Kritik. Und das würde ich doch bestreiten wollen. Denn ich meine, gerade in dem Kapitel 2 sind ja sehr viele implizite Kritikpunkte auch an den Hochschulen, beispielsweise was Grenzen der Studierbarkeit betrifft, was fehlenden Professionsbezug betrifft, was fehlende Heimat auch für die Lehramtsstudierenden betrifft, die auf Fachbereiche verteilt sind und überhaupt keine Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner haben, die sich nirgendwo zu Hause fühlen. Ich glaube, das Gutachten macht das ganz deutlich und hier auch die entsprechenden Empfehlungen eben für die deutlich bessere Integration der Studierenden in den Hochschulen zu sorgen, auch die Empfehlung, dass Ministerien über Zielvereinbarungen natürlich Hochschulen in Anführungszeichen erziehen können, erträgt dieses Gutachten, glaube ich, sehr stark. Also wir sehen schon die Schwächen auch, die im Hochschulsystem bestehen, auch in der Lehrkräfteausbildung. Felicitas ist ja vorhin auch schon darauf eingegangen. Man tut sich insgesamt keinen Gefallen in der Lehrkräfteausbildung, die Fachvorlesung, die man möglicherweise in einer Einfach-Bachelor- oder Master-Vorlesung hält, das 1:1 auf die Lehramtsstudierenden zu übertragen. Also ich glaube nicht, dass das gerade das zweite Kapitel, aber auch die Ausführung zur Rolle der Hochschulen in der Fort- und Weiterbildung eigentlich klare Aufforderungen an die Hochschulen sind, sich weiterzuentwickeln und sich nicht vor der schmutzigen Praxis zu drücken. Eine Frage bezieht sich auf Kapitel 4, die Fortbildungsverpflichtung von 30 Stunden. Die gibt es teilweise schon in einzelnen Ländern. Was verspricht sich die SWK konkret davon, das als Obligation zu stellen? Ja, also wir haben da heiß drüber diskutiert und haben überlegt, was muss man zuerst machen? Muss man zuerst dafür sorgen, dass man ein gutes Fortbildungsangebot hat, bevor man eine Fortbildungsverpflichtung verordnet oder umgekehrt? Und wir haben jetzt sehr lange darüber geredet, wie man das Fortbildungsangebot besser macht. Und deswegen haben wir gesagt, Hamburg hat ja die Fortbildungsverpflichtung implementiert. Und das hat uns schon sehr überzeugt. Weil wenn man so eine Verpflichtung hat, dann muss man auch nachziehen bei dem Angebot. Und das halten wir für unheimlich wichtig. Wenn wir jetzt an die basalen Kompetenzen Mathe und Deutsch denken, Sie haben ja vielleicht unser Grundschulgutachten auch zur Kenntnis genommen. Da haben wir genau gesagt, was ist jetzt wichtig? Und diese Angebote, die gibt es eben erst langsam in den Landesinstituten. Ne? Deswegen, weil wir die Programme Gott sei Dank jetzt haben, Quamat und BIS. Und da müssen wir dafür sorgen, dass das wirklich implementiert wird. Und deswegen halten wir das für richtig, diese Fortbildungsverpflichtung und übrigens auch das Recht auf Fortbildung festzuschreiben und dann aber auch parallel dafür zu sorgen. Und die Vorschläge haben wir ganz differenziert ausgeführt, was das bedeutet, die Qualität zu sichern. Isabel, ich nehme auch nochmal selbst wieder eine Frage auf, die auch nochmal die Attraktivität des Lehramtes betrifft, auch Mangelfächer, weil dort nochmal hingewiesen wird, dass möglicherweise für Einfachstudierende im Fach Informatik die Schule unattraktiv sei. Ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt alle in der Praxis immer wissen, welche Privilegien mit dem Lehramtsberuf oder mit dem Beamtentum verbunden sind. Das heißt, auch für Menschen, die in Unternehmen arbeiten, wird, glaube ich, zumindest die Verbeamtung hochattraktiv, wenn man weiß, mit welchen hohen Pensionen Beamte wirklich mit 66 Jahren in den Ruhestand eintreten. Das sind dann nämlich 71% der ruhegehaltsfähigen Bezüge. Man muss sich auch immer vor Augen halten, mit welchen Privilegien Beamtinnen und Beamte, und das sind auch Lehrerinnen und Lehrer, zum Arzt gehen. Die rufen heute an, wenn sie morgen einen Termin haben wollen, weil sie privat versichert sind und einen Haufen Beihilfe bekommen. Also dieses Argument, andere Berufsfelder seien so viel attraktiver, unter anderem, weil sie besser bezahlt würden. Ich glaube, das muss man wirklich mal durchrechnen über die Lebensspanne mit all den Privilegien, die die Verbeamtung mit sich bringt, ob es wirklich so viele Felder gibt, wo man eine höhere Attraktivität der Rahmenbedingungen hat mit Blick auf die eigenen Bezüge und Privilegien über die Lebensspanne. Okay.
der Bewegung des Beamtentums steht Menschen ja auch nach jetzt den Empfehlungen der SWK durch den zweiten Weg offen, dass sie dann später eben auch noch reinkommen in den Beruf. An welche Personengruppen hat die SWK da gedacht? Wer von denen ist so ein Quereinstieg attraktiv? Es sind eigentlich zwei Personengruppen. Das sind Leute, die sich umorientieren im Beruf. Und da sehen wir, ein Drittel aller Personen, Erwerbstätigen, orientiert sich einmal in ihrem Berufsleben mindestens um. Und wir sehen es auch bei den Bewerbungen für die Quereinstiegsmaster, dass man viele zurückweisen muss, weil sie eben keine zwei Fächer vorweisen können. Und das halten wir, dieses Dogma des Zweifachlehrers in Deutschland, überall um uns herum, in Europa und international studieren die Lehrkräfte häufig einfach. Und übrigens, wenn wir dort auch Vorbeamten, und wir sehen das völlig äquivalent zum regulären Studium, wenn wir dort auch Vorbeamten, ist das auch sehr attraktiv für andere Personen. Die zweite Gruppe, Isabel, sind die Bachelorstudierenden, die sagen, ich habe jetzt eigentlich ein Fach angefangen. Und auch, das werden nicht so viele sein, weil die meisten Studierenden sind sich sehr sicher in ihrer Berufswahl, wenn sie beginnen. Die wissen sehr früh, dass sie Lehrkraft werden wollen. Aber vielleicht kann man ein paar doch noch überzeugen. Und die sollten dann eben auch einsteigen können in diesen zweiten Weg. Wichtig ist uns, dass die genau dasselbe machen, einen fachlichen, fachdidaktischen und einen pädagogisch-psychologischen Veranstaltungen. Ja, das Gutachten hat 11 Empfehlungen, sehr viele Einzelempfehlungen sind unter den jeweils großen Empfehlungen drunter. Wir haben sehr dramatische Ergebnisse letzte Woche gehört, was die Leistungen der Schüler anbelangt in PISA, aber auch schon der IQB-Bildungstrend hat das belegt. Wir wissen das aus dem letzten Jahr auch für die Grundschüler, dass die schwer nachgelassen haben, was die Leistungen anbelangt. Wenn ihr jetzt zum Abschluss sagen könntet, was ist die Top-Empfehlung, von der ihr sagt, das ist der Dreh- und Angelpunkt, um auch quasi da ranzukommen, diesem Trend wieder umzukehren. Welche Empfehlung würdet ihr da besonders nach vorne stellen? Ich glaube, es ist das Gesamtpaket, ne, weil das haben wir nicht. Wir haben kein integriertes System. Überall haben wir Bruchstellen und das ist genau das Problem. Ich sage nochmal die Weiterbildung. Das ist stiefmütterlich vernachlässigt in Deutschland im Unterschied zu PISA-Gewinnerländern, dass man Karrierewege von Anfang an sieht, dass die klar sind, transparent sind. Und dass man nicht nachher irgendwie drum navigiert in irgendeiner Sondermaßnahme und enttäuscht ist, dass der Weg eben nicht in diese Karriere führt, die man sich vorgestellt hat. Deswegen das Gesamtpaket, ne, dass man wirklich alle Maßnahmen im Zusammenhang denkt und diese Kohärenz herstellt, die notwendig ist. Darüber haben wir jetzt ja sehr lange gesprochen, nicht nur in den Praxisphasen, sondern auch über Fachdidaktik, Fach- und Pädagogik-Psychologie hinweg. Und das ist wirklich eine Herkulesaufgabe. Und wenn wir andere uns anschauen, da können wir viel, viel besser werden. Also auch nochmal mit Blick auf die Ergebnisse in den genannten Schulleistungsstudien und der gleichzeitigen Diskussion um zunehmende Deprofessionalisierung des Lehramtsberufes. Also ich denke, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir versuchen, Personen ins System zu bekommen, die nicht entsprechend vorbereitet sind. Denn einer meiner Lieblingssprüche ist immer, eine ausgefallene Unterrichtsstunde ist nicht schlimmer als eine Unterrichtsstunde, die von einer unqualifizierten Lehrkraft gegeben wird. Wir sind jetzt schon am Ende. Leider sind viele Fragen noch weiterhin offen. Ich habe am Anfang schon angekündigt, dass wir diese Reihe ja fortsetzen und uns dann kapitelweise immer wieder einzelnen Aspekten dann widmen. Die nächste Folge ist im Januar schon, 22. Januar. Da geht es um die Prognosenbedarfsebung. Wir haben zwei Gäste, Klaus Klemm und Vido Geist-Töne, wird dann mit uns gemeinsam diskutieren. Ich hoffe, Sie kommen dann wieder und stellen Ihre Fragen erneut und haben jetzt noch einen schönen Nachmittag und gehen ja mit frohem Herzen auf die Weihnachtstage zu.